Hey, meine lieben Ananasse, es gibt einen ersten Charakter-Trailer von Moonlight Lovers. Ich habe ihn schon gesehen und ich bin einfach total begeistert. Er läuft 1 Minute und 2 Sekunden. Wir werden ihn uns jetzt einmal zusammen in Ruhe anschauen. Dann stelle ich die Geschwindigkeit runter und lese nochmal die Sachen vor, die da stehen und gebe meinen Senf dazu ab. Also, los geht's! Okay. Leute, ich weiß einfach nicht, was ich dazu sagen soll. Ich lass mal bis zum Ende durchlaufen, aber da kommt nicht mehr viel. Ich kann nicht sagen, was ich dazu denke, weil selbst Wladimir gefällt mir hier sowas von gut. Und wenn die Bilder auf sowas hinauslaufen, bin ich einfach hin. Und weg. Also, nochmal in langsam. Seit diesem grauenhaften Unfall bist du ein Teil der Welt der Nacht. Und euch eint von nun an ein gemeinsamer Bund. Es euch gefällt oder nicht, ihr werdet wohl hier bleiben müssen. Wir sind dazu bestimmt, auf ewig vereint zu sein. Ich kann mich noch nicht auf Stimmen festlegen, wenn ich ehrlich bin. Sich fügen oder fliehen? Und wenn fliehen dazu führt, dass dieses Bild, was gleich kommt, einfach dazu gehört. Oh my fucking God. Ich bin einfach richtig begeistert. Deine Entscheidungen haben Auswirkungen auf deine Geschichte. Ihr treibt mich in den Wahnsinn. Auf jede nur erdenkliche Art. Sich in seine Arme werfen oder ihn vehement zurückweisen. Ich weiß auch nicht, ob das Spiel letztendlich so aufgebaut sein wird. Ich meine, ich habe den Dings ja nicht gespielt. Wenn ihr das wisst, bitte gerne. Sieht einfach so sexy aus. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Oh mein Gott. Kann Liebe in der Finsternis erblühen? Das ist so der Untertitel von Moonlight Lovers insgesamt. Und das war der Charaktertrailer zu Wladimir. Und ich würde sagen, der Charaktertrailer zu Wladimir war ein sehr, sehr guter und macht mich umso gespannter darauf, wann die für die nächsten Charaktere kommen und wie sie sein werden. Ich hoffe genauso gut. Und ich hoffe, dass ihr genauso begeistert seid wie ich und dass ihr es einfach genauso nicht länger erwarten könnt. Das war's von mir. Wir hören uns beim nächsten Trailer wieder. Ciao, ciao, meine lieben Ananasse.